Alter, was geht ab, Leute, Junge? Bisschen sprachlos. Es wurde gerade brandneue, brandheiße Neuigkeiten. Und zwar wurde gerade das nächste Event angekündigt. Jeder dachte, heute oder morgen wird das Gesteins-Event Adventure Week angekündigt. Aber Niantic bringt was vollkommen anderes raus, was wirklich jeden... Ich darf jetzt nicht fluchen, ansonsten hätte ich G. Ihr wisst schon, was gesagt. Aber das hat echt alle überrascht. Und zwar, Alola kommt. Ich habe gehört, das ist die siebte Gen eigentlich. Das sind Alternativvarianten von Pokémon, die wir bereits kennen. Oder die meisten, die wir bereits kennen. Zum Beispiel Gen 1. Ich blende das mal hier ein. Da gibt es dann zum Beispiel so Eis Sandan oder so. Eis Vulpix und dieser verrückte Kokowai mit diesem langen Hals, der dann Drache ist und so. Also echt verrückte Sachen. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr Alola-Form findet und was da alles gibt, weil ich kenne mich da nicht aus. Also schreibt das unten in die Kommentare. Und ja, ihr dachtet echt, alle Gesteins-Event kommt. Aber das wurde ja nie bestätigt von Niantic. Das war ja irgendwie Gemunkel auf der Straße. Und dann hat sich das irgendwie immer weiter manifestiert. Und dann dachte man irgendwie, jetzt kommt Gesteins-Event. Aber, wie gesagt, aus dem Nichts. Alola-Formen der Kanto-Pokémon kommen zu uns. Richtig verrückt. Es steht nicht genau da, wann. Weil normalerweise steht ja immer der Beginn des Events da. Aber ich bin gespannt. Auf jeden Fall eine Neuigkeit, mit der, glaube ich, niemand gerechnet hat. Wie gesagt, erzählt mir ein bisschen was zu den Alola-Pokémon. Weil ich kenne mich da gar nicht aus. Unten in die Kommentare. Und wie ihr es findet, dass jetzt Alola-Form kommt. Was ja eigentlich Gen 7 ist. Aber das war's von mir. Kurze Info, kurze Neuigkeit. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.